Hallo, ihr Lieben. Herzlich willkommen zu einer neuen Geschichte aus Der Kaufmann und der Papagei. Das Buch von Nostrad Pesischkern, das im März 2019 40 Jahre alt wird. Und da das eine sehr süße Angelegenheit ist, werde ich heute die Geschichte des Dattelessers vorlesen. Der Dattelesser. Eine Frau kam mit ihrem kleinen Sohn zu dem Weisen Ali. »Meister«, sprach sie, »mein Sohn ist von einem widerwärtigen Übel befallen. Er isst Datteln von morgens bis abends. Wenn ich ihm keine Datteln gebe, schreit er, dass man es bis in den siebenten Himmel hört. Was soll ich tun? Bitte hilf mir.« Der Weise Ali schaute das Kind freundlich an und sagte, »Gute Frau, geht nach Hause und kommt morgen zur gleichen Zeit wieder.« Am nächsten Tag stand die Frau mit ihrem Sohn wieder vor Ali. Der große Meister setzte den Jungen auf seinen Schoß, sprach freundlich zu ihm, nahm ihm schließlich die Dattel aus der Hand und sagte, »Mein Sohn, erinnere dich der Mäßigkeit. Es gibt auch andere Dinge, die gut schmecken.« Mit diesen Worten entließ er Mutter und Kind. Etwas verwundert fragte die Frau, »Großer Meister, warum hast du das nicht schon gestern gesagt? Warum mussten wir den langen Weg zu dir noch einmal machen?« »Gute Frau«, antwortete da Ali, »gestern hätte ich deinem Sohn nicht überzeugend sagen können, was ich ihm heute sage. Denn gestern hatte ich selber noch die Süße der Datteln genossen.« Okay, cool. Ja, ihr Lieben, das war eine lustige Geschichte, über die ich auch nochmal nachdenken muss. Und ich wünsche euch auch viel Spaß beim Nachdenken. Und wenn ihr irgendwelche Ideen und Kommentare dazu habt, schreibt sie wieder wie immer hier unten in die Kommentare. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und bis morgen.